Die Leichen der französischen Journalisten Dubon-Verlon sind vergangene Woche hierher nach Paris gebracht worden. Die zwei erfahrenen französischen Journalisten wurden nach einem Interview mit Tuareg-Rebellen im afrikanischen Mali entführt und ermordet. Ich finde es schrecklich, dass diese zwei wehrlosen und gutmeinenden Presseleute auf diese Weise umgebracht wurden. Und ich denke da an die 88 Journalisten, die im vergangenen Jahr, und in diesem Jahr waren es 45, die ermordet wurden. Ich denke dabei an die Leute, die weltweit am meisten verfolgt werden. Es sind die Christen. Laut Statistiken werden jährlich 160.000 Christen nur wegen ihrem Glauben getötet. Und ich finde es sehr schade, dass diese schlimme Tatsache in den westlichen Medien kaum erwähnt wird. Ich wünsche mir, dass diese Verfolgung von Journalisten und vor allem auch von Christen immer mehr Beachtung findet. Und ich wünsche, dass die Weltgemeinschaft sich auch immer mehr einsetzt, um diesen Missstand abzuschaffen oder zumindest zu mindern. Und bei all diesem Unrecht habe ich doch gleichzeitig eine Hoffnung für all diese Menschen, die sich für die Wahrheit und für das Gute einsetzen. Denn ich glaube an das ewige Leben. Und ich glaube zum Beispiel auch an die Worte Jesu, die er zu denen gesagt hat, die an ihn glauben. Manche von euch wird man töten, doch wer bis zum Ende standhaft bleibt, der wird das Leben gewinnen.